Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Also ich habe jetzt mal genau geschaut hier, ich bin in der Lagerhalle wieder und Jesse war hier drin gewesen. Die flieht nur, automatisch geht die Tür auf und sie flieht dann, sobald alle tot sind. Das heißt, wir werden uns gleich mal zu den Atchinson hin und machen. Aber wir müssen auch schauen, ob die uns draußen jetzt einfach angreifen werden. Vielleicht haben die das auch nicht mitbekommen. Und wir haben 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir das hier öffnen können. Haben wir eigentlich noch Punkte, die wir da einsetzen können? Nö. Also, wir müssen unbedingt Schlösser knacken höher machen. Es kann sein, dass das jetzt schief geht. Da müssen wir ein paar Mal laden. Nein, es hat geklappt. Wir haben den goldenen Gleisnagel bekommen. Sehr gut. Damit kriegen wir den Bremsklotz von ihnen und können den Zug wieder in Gang bringen. Die Frage ist, greifen die mich jetzt alle draußen an? Was ist mit dieser Tür da hinten? Kann Fex die öffnen? Nein, es ist unmöglich, diese Tür zu öffnen. Ein Schloss findest du, aber mehr nicht. Sehr seltsam. Unmöglich zu öffnen. Warum auch immer. Schauen wir mal, was jetzt draußen passiert. Kann sein, dass wir uns jetzt durchkämpfen müssen. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Weißt du, dass wir den da drinnen umgebracht haben? Nein, das weißt du nicht. Okay. Sehr gut. Das muss nur der Alarm nicht losgehen. Das war ein bisschen doof von mir eben. Also, wir haben das Logbuch vom Hellraiser. Können also eigentlich auch wieder zurück zur Zitadelle. Aber erstmal klären wir das hier. Wir kriegen bestimmt, dass wir das regeln, auch wieder irgendwelche Sachen. Ja, gehen wir los. Rüber zu den Atchinson. Oder Atchins, oder wie sie heißen. So. Schön nach oben. So. Wir wollen dahin. Besser gesagt dahin. Und irgendwo dahin. Aber wir schauen besser mal ab hier. Nicht, dass hier schon irgendwas passiert. Okay, der Red steigt gleich wieder auf. Das ist gut. Mist, die Typen sind zu pleite, um mir ein Bier zu spendieren. Achso, die da, die hier wohnen. Naja, das stimmt. Deswegen haben wir uns auf ihre Seite geschlagen, weil sie etwas leicht unterdrückt wurden. Jesse, da ist Jesse. Hallihallöchen. Danke, dass ihr Ralphie gerettet habt und die Bombe entschärft habt. Ihr Kerle seid Helden. Welche Bombe? Bombe entschärft? Haben wir eine Bombe entschärft? Wir haben den da gerettet. Oh, geht es Ralphie gut? Ihm geht es gut. Geh und schau nach ihm. Ich kann nicht. Ich darf nicht zu seinem Haus gehen. Warum darfst du nicht zu Ralphies Haus gehen? Tja, pfuh. Er ist ein Topekan und ich ein Atchison. Das heißt, wir dürfen nicht zusammen rumhängen, weil irgendwas mit einem Zug passiert ist, bevor wir geboren wurden. So ein Schwachsinn, das ätzt. Hast du etwa Züge? Wieso sollte ich? Schau, was der Zug angerichtet hat. Er hat den Krieg verursacht. Ist das vielleicht das Fahrrad? Da war ja eine Bombe dran. Hätte ich mir das genauer anschauen sollen, ich Idiot. Okay. Wieso sollte ich? Schau, was der Zug angerichtet hat. Er hat den Krieg verursacht und ruiniert alles. Die Atchison behaupten, die Topekans wären schuld. Die Topekans sagen, es wären die Schuld der Atchison. Meiner Meinung nach sind sie alle Arschlöcher. Also bist du nicht gerne ein Atchison?
Was gibt's daran zu mögen? Wir sind die stolzen Besitzer des übelsten Ortes in der Öde. Sogar die Eisenbahnräuber wollen hier nicht leben. Wir haben alle Lager der Eisenbahnräuber ausgelöscht. Spitze! Das macht es mir viel leichter, Ralphie zu sehen, wenn ich nicht immer um ihre Verstecke herumschleichen muss. Toll, wir hätten den vielleicht dabei haben sollen. So, Tschüsskowski. Wir haben auf jeden Fall den wiedergeholt. Wo geht's hier rein? Wo ist das Lager des Anführers hier? So, gehen wir was runter. Z. Ah, da. Erlöser, ihr seid zurück. Ranger, ich habe gerade mein kleines Mädchen draußen gesehen. Hab sie so fest gedrückt wie noch nie im Leben. Sie hat mir erzählt, dass ihr Kekkabar getötet habt, um sie zu befreien. Das ist wirklich unglaublich. Jetzt, wo er tot ist, bin ich mir sicher, dass ich mit den anderen Topekans verhandeln kann. Ihr habt den Krieg beendet. Das hätte bestimmt auch anders geklappt. Also man hätte natürlich bestimmt auch ihn töten können, aber man hätte es vielleicht auch irgendwie schlichten können. Vielleicht durch die Jessie und den Ralphie, ich weiß es nicht. Hier, wir haben den goldenen Gleisnagel zurückgebracht. Was sagst du denn dazu? Ihr habt hier heute eine große Tat vollbracht, Ranger. Solange die Edgerton hier das Sagen haben, werdet ihr im Lager der Gleisnomaden immer willkommen sein. Nochmal vielen Dank. Okay, mehr gibt es nicht. Sein glorreicher Tag. Endlich wurde unsere Gebete zu John Henry erhört. Was ist mit meinem Klotz, den ich haben wollte? Ich will den Klotz haben, damit das Teil wieder repariert wird. Die verarschen mich hier alle von vorne bis hinten. General Vargas, das Buch zeigen, ist klar. Es ist auch verschwunden hier, das eine, was ich brauchte. Bat uns, das kleine glückliche Tal von den Red Scorpion Miliz zu befreien. Er glaubt, dass ein Skorpion nach dem anderen zu töten kein Erfolg hat. Ja, das müssen wir noch machen. Beim Gefängnis, klar. Wir müssen nach Damonta. Okay, zurück zur Zitadelle und dann auf nach Damonta, würde ich sagen. Sehr wahrscheinlich hätten wir den Zug irgendwie reparieren können, friedlich. Hätte das vielleicht auch den Krieg gelöst. Die Ranger, meine Helden. Ja, das ist schade. Damit hat sich das aufgelöst. Ist auf jeden Fall nicht gut ausgegangen, die Verhandlung. Wurmt mich ein bisschen, aber ich will auch nicht die ganze Zeit neu laden. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, auf die harte Tour. Sonst hätte ich hier stundenlang rumgetüftelt, bis ich es rausgefunden hätte. Tja, dass ich nicht direkt von hier jetzt auf Weltkarte reisen kann. Aber ich glaube, ich kann jetzt das Gebiet hier Gleisnomaden komplett fallen lassen. Wir machen uns auf nach Damonta. Komm, Jungs, wo seid ihr? Sputet euch. Ich hätte ihm auch gar nicht den Gleisnagel mehr geben müssen, oder? Was war der goldene Gleisnagel überhaupt? Hätte ich ihn vielleicht irgendwo anders gebrauchen können? Gute Frage alles. Ist das vielleicht einer der Gegenstände, die ich dem Meerkapitän geben könnte? Hm. Weiß ich alles nicht. Scheiße. Ja, das würde man nur rauskriegen über immer wieder Neues ausprobieren. Da müsste man immer wieder speichern, laden, gucken, wem kann ich was geben und so weiter. Müsste man das auswendig lernen oder halt irgendeinen Guide nutzen, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Ist die Stimmung weg, die Spannung. So, sollen wir nochmal vorher ein bisschen Muni hier kaufen, wo wir das hier gerade können? Der hat die ja so günstig. Könnten wir eigentlich machen, ne? Komm, rein da. Was ich auch scheiße finde, dass wir nicht dieses Fernrohr bekommen haben, was so wichtig ist. Das stört mich auch. Hm.
Ja, das haben wir doch alle schon gefragt. Wieso können wir das nochmal fragen? Schnickschnack, brauchen wir nicht. Normale Panzerungen. Muni wollen wir haben. Genau. Und zwar... Jetzt bei deinen Energien aus. 52 ist in Ordnung. Dass noch kaum noch Scrap ist das Problem. Wir brauchen davon Patronen. Die hast du leider nicht. Grrr. Das ist blöd. Keine 9mm schon mal. Wir haben jede Menge davon und du hast davon auch jede Menge. Ne? Boah, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Was ist das hier? Snipper-Munition. Wie viel hast du da? 36 und du hast 64. Ja, da kommen dann... Dann nimm mal alle Snipper-Munition, die hier ist, oder? 50 Schuss reicht eigentlich voll aus schon. Kriegen die auch so günstig hier? Komm, nimm alle. Und dafür kriegst du ein paar Knarren. ...22 müssen wir noch zahlen. Ja, Energiekupplung. Generator. Das ist wahrscheinlich so viel Krimskrams, den ich gar nicht mehr brauche. Schon wieder zu viel wert. So, das Logbuch brauchen wir. Das geben wir mal dem Red. Hier, die Giftzeug brauchen wir nicht. Weg damit. Vier Zahlen. Ne, komm, kriegst eins verkauft. Und dann kriegen wir noch was Kohle. Und tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Nomadencamp. Wie hieß das genau? Irgendwas mit Nomadencamp, glaube ich. Gleis-Nomadencamp oder sowas war das. Ja, ziemlich mies, dass der mir nicht irgendwie den Klotz gegeben hat, der Miskerl. Und das ist das Fahrrad, was ich hätte vielleicht irgendwie die Bombe deaktivieren. Weil es das Bike ist vom... Vom Ralphie, wenn ich das richtig sehe. Kaffeedose voller Schießpulver. Eine Bombe auf einem Spielplatz, das ist mehr als nur kriminell. Ja. Kannst du sie entschärfen? Nein, kannst du nicht. Mach es trotzdem mal. Wir reparieren dich gleich in der Zitadelle. Hey, es hat geklappt. Nice one. Oh, aber das hat uns auch nicht weitergebracht. Aber es hätte vielleicht was gebracht. Keine Ahnung, was genau. Aber das ist das Schöne, dass Deutsch ist auch im Wiederspiel sperrt wird. Ne? Wiederspielwert ist immer gut. Ich mache sehr wahrscheinlich ein Jahr Pause, nachdem ich das durch habe. Zu früh ist auch nicht gut. Oder nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Alle powermäßig anders skillen. Nämlich komplett auf Intelligenz irgendwie. Alle so auf Intelligenz 7 oder 8. Damit die schnell aussteigen. Dann wären die jetzt doppelt so stark. Würde vieles vereinfachen. Ich würde auch wissen, welche Sachen ich unbedingt brauche. Am besten alle drei Redenssachen sehr hoch. Bei jedem Charakter ein Redenteil hoch machen. Also bei drei bestimmten. Irgendwie so, dass man alles austesten kann. So, wir könnten auch hier rechts weiter. Wir müssen ja ins Dorf Darwin. Da soll irgendwie dieses Heilmittel sein. Und wir sollten irgendwie hier durch nach Damonta, was irgendwo da ist. Ja, und diese verlassene Bahnstrecke war übelst gefährlich. Müssen wir uns auch noch genauer anschauen. Da waren ja diese drei Spinnen-Drecksgegner. Gehen wir erstmal hier runter. Da haben wir ja die Aufgabe, ihm das Logbuch zu geben. Ah, nee, renn mal. Plünderer wollen wir nicht. Keine Lust drauf.
Und rein da. Ich habe gehört, die Eltern herrschen nun allein über Relnoma. Hoffen wir, wir schaffen es, die Eisenbahn alleine zum Laufen zu halten. Was sagst du denn dazu, was wir da gemacht haben? Also habt ihr Gleisnomaden den Atchison überlassen? Ich weiß noch nicht, wie ich das beurteilen soll. Sicher, die Topikaner waren schon immer ein selbstgefälliger Haufen, aber es war eine ziemlich radikale Lösung. Und ich weiß noch nicht, wohin das auf lange Sicht führen wird. Keine Ahnung, ob die Edgerton genug Grips haben, um den Zug selber fahren zu können. Ich habe nicht alle umgebracht. Und außerdem ist da auch immer noch dieses Ingenieur und alles da. Okay, auf Wiedersehen, das war's schon. Macht uns stolz, Rekruten. Was? Wir haben hier noch mehr Zeug. Solche Missionsberichte lese ich gerne, Rangers. Ihr habt die Situation zwischen den Pennern und Gorkinovichs Männern entschärft, ohne dass ein Schuss abgegeben wurde. Genau wie Desert Rangers habt ihr auch Arbeit erledigt. Cool, jedes Mal, wenn ich den anquatsche, macht er ein neues Teil. Immer noch ihre Kunden, was wollt ihr sonst noch wissen? Ah, darauf müssen wir warten. Hier. Wir fanden Hellraisers Logbook, Sir. Lasst mich mal sehen. Jap, das gehört zu Razor. Okay. Mal schauen, wo er so, was er so getrieben hat. Eiserne Mönche? Solche? Darwin? Ich hoffe, das bedeutet nicht das, was ich denke. Eiserne Mönche sind vielleicht Roboter. Eine Seuche? Darwin war da, wo der Bösewicht aus Teil 1 war. Könnte das der Roboter sein, der Ace getötet hat, Sir? Könnte sein. Oder ein anderer wie er. Schaut so aus, als ob er auch Hellraiser umgelegt hat. Was glauben Sie, Sir, hat er mit der Seuche gemeint? Also, in Verbindung mit dem Wort Darwin glaube ich fast, dass dieser verfluchte Mönch versucht hat, einige Teile von Finsters alter Forschung aus dem, was auch immer, Darwin zu bergen. Finster hat an allen möglichen Arten von Biowaffen gearbeitet. Würde mich nicht wundern, wenn er dabei irgendeine Art von Seuche zusammengebraut hat. Und wenn dieser Metallmönch genau danach sucht, dann haben wir ein Problem. Ich weiß, dass ihr jede Menge andere Dinge zu erledigen habt, aber das hier könnte wichtig sein. Ich trage Darwin auf eure Karte ein und wäre sehr froh, wenn ihr einen Abstecher dorthin machen und euch ein wenig umschauen könntet. Wir haben das schon längst auf der Karte. Sieht aus, als hätte es jemand bereits auf eure Karte markiert. Ich kann Sergeant Zagaras Handschrift normalerweise an der ordentlichen Schriftführung erkennen. Angelas ist ungefähr so ordentlich, wie man es sich erwartet. Ihr seid in Darwin gewesen, Sir. Ja, Darwin Village. Es war mal eine Forschungseinrichtung, die von einem durchgedrehten Androiden namens Finster geleitet wurde. Er ist verrückt geworden und hat Monster erschaffen. Von dem ist ja noch der Kopf hier in der Ausstellung, die die hier haben. Er ist verrückt geworden und hat Monster erschaffen, anstatt zu versuchen, die Welt zu retten oder was immer er sonst hätte machen sollen. Die Rangers haben ihn getötet und Darwin vor ungefähr 15 Jahren zum Großteil von der Landkarte getilgt. Aber wir könnten etwas vergessen haben. Okay. Wir machen dich stolz. Kommt mit, Jungs. So, wir müssen einmal... Ah, auffüllen von Wasser? Nee, warte mal. Wir müssen erstmal schauen, dass wir hier ein paar Regenschirme anziehen. Regenschirme, Regenschirm. Regenschirm. Alles in Ordnung. Ja, also es kann sein, dass wir bestimmte Gegenstände wie den Gleisnagel oder andere Sachen nicht abgeben hätten müssen. Und hier ihr geben, damit sie mir bestimmte Waffen draus macht. So, wir haben eine Bedarfsmeldung. Ich sehe nicht, dass euch zugeteilt ist, Ranger. Sorry. Was? Wir kriegen immer noch nichts. Mein Gott. Seltsam, dass wir da keine Sachen mehr kriegen. Ich dachte, wir kriegen ständig für irgendwelche Erfüllungen irgendwelche Gegenstände, aber dem ist anscheinend nicht so. So, was müssen wir verkaufen?
Die beiden Karabiner können weg. Ja, also er gefällt mir eigentlich gar nicht. Der Dummbatz. Die ganze Munition. Das geht alles an Chojin. Genau. Kannst du schon mal verkaufen. Und du hast neue Panzerung. Das ist gut. Verdammt, wie viel brauche ich denn davon? Muss ich erstmal schauen. Also der kriegt immer wieder neu die Sachen rein. Das ist schon mal sehr gut. Also du hast eine, die wir nicht mehr brauchen. Du hast eine Vierer. Dann verkaufen wir deine. Okay, wir brauchen mehrere. Warte, momentan. Da musst du doch... Was habe ich da gemacht? Jojen zieht die nochmal an. Hat zwar eine Behinderung drin, aber dann kriegt die Angela. Und... Wer war das? Irgendeinem habe ich doch gerade eins ausgezogen. Das gibt's ja nicht. Panzerung 4. Du hast die Stahlplatten. Panzerung 4. Panzerung 4. Panzerung 4. Du hast nichts. Ah, okay. Ich habe ihr das ausgezogen. Nee, dann war es doch richtig. Dann kommt das nämlich auch raus und wird verkauft. Und wir kaufen zwei neue. Damit haben alle die beste Rüstung, die wir hier kriegen können. Einmal, noch einmal. Für 1500. Ja, haben wir nicht alles zusammen, das stimmt. Aber wir verkaufen das hier. Bitteschön. Und haben sogar noch 140 übrig, wo wir uns Muni vielleicht noch kaufen von der 9mm. Was ist das denn? 45er Patronenmunition. Was für eine Waffe hast du hier? Neue Waffen bekommen? Was braucht denn hier 45mm Patronen? Sag mir nicht, du hast neue Waffen, weil wir das mit dem Gleisnummernlager gerade gemacht haben. Das wäre ja interessant. Sieht mir aber nicht so aus. Bessere Snipers? Nö. Das sieht mir nicht so aus. Okay, raus da. Dankeschön. Und... So, jetzt tragen alle diese Kampfweste. Alle haben 4 Rüstungsschutz. Herrlich. Herrlich, herrlich. Füllen wir gerade nochmal Wasser auf. Aber wenn ich irgendwann gleich einen neuen kriegen sollte, der eine Fernkampfwaffe tragen kann oder sowas, weil die Schotti ist totaler Rotz. Dann gibt später eine schöne, bessere, die auf weitere Reichweite geht oder sowas. Aber das ist ja... Das ist nicht so gut. Das Teil. Hier, nimm mal sie. Von vorne gehen. So, ich würde sagen, dass ich jetzt mal alleine ein bisschen die Gegend erkunde. Und ansonsten machen wir uns auf nach Darwin oder nach Damonta. Was anderes ist ja eigentlich nicht mehr übrig. Zeige das mysteriöse Logbuch General Vargas. Will, dass wir nach Darwin gehen. Okay. Jo. Bis demnächst.